Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. An dieser Stelle herzlich willkommen zu den täglich neuen Handelsideen, präsentiert von Tickmill und natürlich mir. Mein Name ist Mike Seidel. Ich bin hier jeden Morgen derjenige, der Ihnen ein wenig in die, ja, in den Tag oder in den Tag, Sie ein wenig in den Tag mit hinein begleitet, mit ein paar Ideen aus den aktuellen Charts. Wenn Sie mögen, stellen Sie ruhig auch hier live in den Chat bei Facebook Ihre Fragen. Elena, einen schönen guten Morgen. Toll, dich auch heute wieder hier direkt live im Webinar dabei zu haben. Bevor wir in die Handelsideen von heute reinschauen, die gehen auf das Silber, auf den italienischen Kursindex und auf den UK 100, also den britischen Aktienindex, kommen wir natürlich immer wieder zum Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr eingesetztes Kapital zu verlieren und damit auch auf die Nachrichtenseite für den heutigen Tag. Aber noch kurz ein Blick zurück auf gestern. Wir hatten gestern ein wichtiges Ereignis. Da haben viele Händler drauf gewartet. Ich hatte das ja schon avisiert. Gestern war der Tag, an dem die US-Notenbank getagt hat, beziehungsweise sie hat ja schon ab Dienstag getagt. Gestern gab es dann den Zinsentscheid. Der ist ganz normal wie geplant ausgefallen. Die Zentralbank hat ihren Leitzins für die kurzfristigen Tagesgelder sozusagen auf eine Spanne von 1,75 bis 2% angehoben. Das war normal, das hat der Markt erwartet. Was der Markt nicht genau vorhersehen konnte, war, wie die Notenbank sich weiter auf die Zukunft auch vorbereitet. Und hier gab es halt die Spekulationen im Raum, dass es wahrscheinlich noch eine vierte Zinsanhebung in diesem Jahr geben wird. Jetzt wissen wir es, es wird eine vierte geben. Damit reagiert die Zentralbank der USA auf das ansteigende Inflationsniveau. Es war jetzt keine Euphorie im Markt oder so zu spüren. Also von seitens der Zentralbanken, sie prüfen schon sehr, sehr genau, wie sie mit den Zinserhöhungen auch umgehen werden, weil sie wollen damit ja die Wirtschaft im Endeffekt auch nicht ruinieren. Es gab auch einen Ausblick für 2019. Also all diese Dinge sind momentan in positiver Entwicklung. Man hat die Inflation im Blick, hat seine Zielrate von 2% in den USA auch im Blick und der Markt entwickelt sich auch dorthin, dass es so Stück für Stück auch dort geht in diese Richtung, wo der Markt bzw. die Fed das Ganze auch hinhaben möchte. Dann gab es ja gestern auch noch die Informationen zum Ölmarkt, die Öllagerbestände in den USA. Da gab es einen kräftigen Rückgang von, ich glaube, 4 Milliarden Barrel Rohöl war das gestern gewesen. Das war deutlich mehr, als die Analysten auch erwartet hatten. Das mal rein zu den Zahlen. Heute ist es so, dass wir hier die Tagesnachrichten auf der Seite haben. Die wichtigsten hier an dieser Stelle sozusagen sind die Einzelhandelsumsätze in den USA um 14.30 Uhr und die Einzelhandelsumsätze dann für den Monat Mai. Also wir haben die Kernrate und sozusagen die Einzelhandelsumsätze. In Deutschland hatten wir schon den Verbraucherpreisindex um 8 Uhr bekannt gegeben gekommen. Der ist auf 0,5%. Also die Analyse bzw. die Prognose war bei einem halben Prozent. Das im Monat davor war auch bei einem halben Prozent. Also hier ist alles stabil geblieben. Wir haben in diesem genauen Zusammenhang auch noch sozusagen den Verbraucherpreisindex für das Jahr zum Standmonat Mai bekommen. Da haben wir eine 2,2. Also hier ist alles relativ stabil auch mit geblieben hier bei uns in Deutschland sozusagen. Dann würde ich sagen, schauen wir auch gleich direkt in die Charts hinein. Wie schon gesagt, heute geht es um den Silberchart, um den italienischen Kursindex und den britischen Kursindex. Sie sehen hier gerade auch noch aus meiner Vorbereitung den Chart des Euro-US-Dollar. Der hat ja jetzt hier gestern auch deutlich mit Kursanstiegen reagiert nach der Zinssitzung. Heute läuft der Markt auch weiter. Bleibt spannend jetzt zu sehen. Wir haben ja übergeordnet hier dieses abwärtsgerichtete Bild weiterhin und der Markt tendiert momentan in einer Korrektur des Ganzen sozusagen. Also hier mal der Abwärtstrend an dieser Stelle für Sie auch eingezeichnet und jetzt haben wir hier den Markt nach oben laufen. Erste Bewegung war da, dann gab es ein bisschen seitwärts bzw. Trendkanal nach unten. Sie sehen es hier als Korrektur, jetzt läuft er drüber. Wird spannend, was jetzt passiert. Wir haben hier oben diese Marke bei ungefähr 1,18440.
Wenn der Markt hier oben drüber geht, haben wir untergeordnet wieder einen Aufwärtstrend. Mal sehen, was hier an dieser Stelle entsprechend auch passiert. Aber damit dann direkt in die vorbereiteten Charts auch für heute. Das heißt hier der Silberpreis an sich. Wir hatten den Silber schon vor einigen Tagen miteinander besprochen. Es war am 11.06., da habe ich gestern nochmal nachgeschaut. Da hatten wir den Markt an der Stelle gehabt, wo wir innerhalb dieser Range hier, die ich zwischen diesen beiden Linien gekennzeichnet habe, immer hin und her geschwungen sind. Und wir waren da an diesem 11.06. an dieser Obergrenze, was ja Spannungsbereiche sind, wo der Markt halt wieder abprallen kann oder deutlich nach oben laufen kann und dann die oberen Widerstandsbereiche im Endeffekt auch anläuft. Und hier sehen wir jetzt ein Bild, das war ein sehr, sehr schöner dynamischer Ausbruch auf der Oberseite. Hier die Kursbereiche, die Preisbereiche von knapp 17 Dollar sind auch schon überschritten worden und der Markt befindet sich jetzt hier in diesem Bereich des Tageshoch vom 23.04. bei Kursen von um die 17,12 Dollar, 17,15 Dollar in diesem Bereich hier. Da ist er jetzt mit einer starken Dynamik reingelaufen und an dieser Stelle, Sie wissen das ja selbst, es gibt im kurzfristigen Bereich auch immer mal Korrekturen, heißt im Endeffekt, der Markt kann hier durchaus etwas korrigieren, aber das Bild nach oben hin ist halt offen, das heißt, die Widerstände im oberen Bereich liegen dann als nächste Anlaufpunkte hier oben bei 17,25 und dann hier in diesem Bereich dieses Tageshochs hier, was wir hatten vom 19.04. und das lag bei 17,35 in diesem Bereich hinein. Also das sind mal, wenn diese starke Dynamik sich auch weiter mitentwickelt, Anlaufpunkte auf der Oberseite. Wohlwissend, wir stehen jetzt auch weit, weit in der Bewegung. Das heißt, für diejenigen von Ihnen, die sich sagen, okay, eine solche große Bewegung möchten Sie nicht mehr traden, das ist auch ganz legitim, wenn die Handelssetups das Ganze auch verbieten, in so weite Bewegungen einzusteigen, dann schauen wir halt einfach mal nach, was die unteren Zeitebenen machen, was die unteren Trends machen und wenn man im ganz kurzfristigen Bereich sozusagen solche Widerstandslevel hier oben hat, also solche Tageshochs, wie wir das jetzt hier im Tageschart gesehen haben in diesem Bereich und man möchte sehen, Mensch, was passiert denn da jetzt hier? Kann man dann kurzfristig vielleicht eine kleine winzige Gegenreaktion oder den Start einer Gegenreaktion traden, dann schauen wir uns das ganze Bild einfach mal im 5-Minuten-Chart an und dann sehen wir hier auch sehr, sehr starke Dynamik nach oben. Das ist ja auch das, was wir sehen. Und dann, wenn eine solche Korrektur auch kommt, dann kann das hier in den 5 Minuten beispielsweise wieder genauso ausschauen wie hier, dass der Markt wirklich dynamisch nach unten läuft und dann doch ein ganzes Stück weit nach unten korrigiert. Und das sind natürlich die Dinge, die können Sie von oben herab treten, wenn Sie in den kleineren Zeiteinheiten herausschauen. Also um diese Widerstandsbereiche gibt es immer mal wieder so Tendenzen, kurzfristige Korrekturen. Die kann hier dann sozusagen vom Tag her von hier oben natürlich auch etwas dynamischer nach unten laufen. Wenn wir uns mal den Aufwärtstrend hier anschauen, wie er gerade verläuft in diesem Bereich hier, da kann der Kurs schon von hier oben locker mal bis hier runter bis 16 um die 94 korrigieren, ohne entsprechend hier diesen Stundenaufwärtstrend zu brechen. Wenn Sie das natürlich in den kleineren Zeiteinheiten mitnehmen, ist das natürlich auch schon ein schöner Schritt nach unten, den man hier traden kann. Und man hat dann immer noch die Chance weiterhin, wenn der Markt dann auch zur Korrektur in den Tag übergeht, dass der Stundentrend gebrochen wird und dann sehen Sie, welches Potenzial dann hinten raus eventuell noch nachkommt, wenn der Stundentrend hier etwas weiter nach unten läuft, dann haben wir auch Anlaufpunkte an dieser Stelle, also das jetzt hier für den Silberchart, hier gibt es wirklich dynamisch sehr, sehr schön eine Freude zu sehen, was der Markt hier macht, wie gut er jetzt nach diesem Bruch nach oben schiebt, das sind alles spannende Bereiche und wir werden sehen, wie es hier oben weitergeht und dann auf der Lauer entsprechend zu liegen und damit zum nächsten Chart und zwar den italienischen Aktienmarkt. Habe ich mir gestern mal genauer angeschaut. Eine sehr schöne Situation, die wir hier momentan haben. Der Markt steht kurz vor der Bildung eines neuen Aufwärtstrends. Die müssen wir natürlich erst noch abwarten. Also das heißt, hier ist noch nichts gestochen und gehauen, wie man so schön sagt, oder umgekehrt. Aber Sie wissen, was ich meine. Wir haben jetzt hier, ich habe Ihnen das mal eingezeichnet, nach dieser starken Abwärtsdynamik hier hatten wir eine schöne Gegenbewegung, wir hatten eine Korrektur und der Markt lief jetzt hier die letzten Tage auch sehr, sehr schön nach oben. Und da haben wir hier oben natürlich diesen Bereich von 22.410 Punkten, der ist jetzt von großem Interesse, deswegen habe ich den hier oben auch mit gekennzeichnet, weil hier natürlich, wenn der Markt oben drüber läuft, dann haben wir auf Tagesbasis wieder einen Aufwärtstrend. Und wenn die Märkte im Allgemeinen wieder diese positive Tendenz mit aufnehmen, dann kann
das schon sehr, sehr schön sein, dass dieser Markt nach oben dreht. Wir hatten ja sozusagen in Italien auch diese schwierige Regierungsbildung. Da ist jetzt etwas Ruhe eingekehrt. Es ist nicht mehr jeden Tag auf der Nachrichtenseite sozusagen zu hören, in Italien gibt es ein paar Probleme. Das heißt, das Ganze beruhigt sich Stück für Stück und der Markt geht von der politischen Seite weg und fokussiert sich wieder auf andere Dinge. Und das ist jetzt natürlich spannend, wenn der Markt hier tatsächlich hochläuft in diesen Bereich hier oben rein und den auch überschreitet, dann liegen die nächsten Anlaufpunkte hier in diesen Tageshochs, weil wir haben ja keine Trendverläufe vorher, sondern wir schauen uns hier einfach mal die Tageshochbereiche an und da haben wir als nächsten Anlaufpunkt sozusagen hier das Tageshoch vom 28.05., das liegt bei 22.849, gefolgt dann von diesem Bereich hier oben, das sind dann die Tageshochs, der Bereich 24. und 23. Mai. Und das sind Kursbereiche um die 23.155. Also Sie sehen, der Markt hat nach oben an dieser Stelle doch einiges an Potenzial. Wir müssen halt einfach mal schauen, was jetzt hier passiert. Die Oberseite, wie schon gesagt, steht im Rahmen. Gibt es etwas Korrektur zu dem ganzen Bereich, dann liegt natürlich es sehr nah, dass der Markt hier unten auch dieses Tagestief testet in diesem grünen Bereich. Das ist das Tagestief vom 12. Juni. Das liegt um die 21.880 Punkte. Das ist ein Anlaufbereich, der kann durchaus nützlich sein als Support, wenn wir uns das Ganze auch in der Stunde mal anschauen. Wir haben jetzt hier in der Stunde hier einen Markt, der ist schön nach oben gelaufen. Wir haben hier einen schönen Aufwärtstrend und aktuell markiert der Wert halt hier in diesem letzten Korrekturtief, hat dort aufgesetzt und dreht jetzt wieder oben. Wir werden sehen, was hier passiert. Auf alle Fälle, das dynamische Bild auf der Oberseite ist da. Gibt es hier etwas Korrektur? Das ist dann der Punkt, wenn wir hier unten diese Levels anlaufen, dann können wir nach unten hin doch ein bisschen was sehen. Aber bei positiver Entwicklung ist es sehr, sehr gut möglich, dass wir hier nach oben laufen. Also wir haben jetzt hier wieder zwei dynamische Setups. Eins für den kurzfristigen Bereich, dass der Markt doch noch etwas in die Korrektur hier übergeht. Eins für die positive Weiterentwicklung dieses Index, dass der Markt wieder dieses positive Bild dieser ersten initialen starken Bewegung nach oben aufnimmt. Das wäre auch sehr, sehr charmant in diesem Bereich, wenn wir uns auch mal den 200er Tagesdurchschnitt hier mit anschauen. Ich lege den einfach mal ganz kurz rein. Da ist der Markt jetzt natürlich drunter, nachdem er schön drüber gelaufen ist. Also Sie sehen, das sind auch diese Anlaufbereiche. Wenn der Markt dann hier auch wieder dynamisch nach oben läuft, wieder über die 200er Tagelinie drüber geht, das wäre dann doch sehr, sehr positiv zu sehen. Und das ist mal die Dinge, die wir in Zukunft sehen können, wenn wir hier erst einmal dazu in der Lage sind, einen Aufwärtstrend in diesem Markt zu sehen. Und damit von einem Markt in den nächsten Indexmarkt. Und zwar habe ich hier für Sie heute noch einen Blick geworfen in den britischen Aktienindex. Hier haben wir eine etwas andere Situation. Der Markt ist dynamisch auch sehr, sehr schön und stark nach oben gelaufen. Dann haben wir eine Korrektur über ein paar Tage gesehen und jetzt läuft der Markt hier, ich habe das markiert mit diesem blauen Rechteck, läuft der Markt seitlich innerhalb einer Spanne. Also so richtig hoch will er nicht, so richtig runter möchte er auch nicht. Das heißt, hier an dieser Stelle bieten sich diverse Handelssetups auch an. Zum einen haben wir hier in diesem Markt momentan eine Trading Range, die wir hier unten auf der Unterseite und auf der Oberseite im Markt liegen haben. Das heißt, hier ist es dann interessant, sich diesen Bereich auch einmal anzuschauen, wenn wir das mal sieht. Ich mache das mal kurz etwas größer hier, dieses Fenster. Wenn man das mal sieht, wenn der Markt von unten immer nach oben tradet, dann haben wir halt hier diese Möglichkeit in den kleineren Zeiteinheiten sehr, sehr schön hier zwischen den Kursbereichen auf der Unterseite von ungefähr 7.650 Punkten zur Oberseite bei 7.770 Punkten doch hin und wieder mal den ein oder anderen Trade in der kleinen Zeiteinheit zu suchen, das heißt immer von den Extrempunkten zum gegenüberliegenden Extrempunkten, das ist das eine. Das zweite ist, wir haben jetzt ja hier natürlich eine Korrektur nach unten gesehen und jetzt tendiert der Markt so auch leicht nach oben mit dieser Korrektur, das heißt wir haben uns von den Tiefkursen doch einiges erholt. Kommt es dazu, dass der Markt auf der Oberseite ausbricht, das wäre dann die Situation, dass sich diese Aufwärtsdynamik dann nach oben irgendwann wieder fortsetzt, dann haben wir sozusagen die nächsten kurzfristigen Anlaufpunkte hier um die entsprechenden Tageshochs bei 7.811 Punkten, 7.800 und ein paar eine 70, also 71, 72 in diesem Bereich und 7.904 Punkten hier oben an diesem letzten Hoch.
das wäre das positive Handelsszenario an dieser Stelle. Das negative Handelsszenario wäre, wir brechen durch diesen Bereich hier unten raus und laufen den Markt hier unten an, wo er sein Korrekturtief gehabt hat, bei 7.590 Punkten. Das wäre dann die Situation, ich zeichne Ihnen das auch gleich mal ein, dass der Markt dann sozusagen ja die positive Kursdynamik der Vergangenheit links liegen lässt und dann nach unten rausgeht. Dann hätten wir natürlich einen aktiven Abwärtstrend hier in dieser Richtung. Und wir könnten eventuell diese 200er-Tage-Linie hier nochmal anlaufen und diese auch testen. Das wäre dann entsprechend das Szenario, was sich hier raus ergibt. Also Sie sehen so eine Trading-Range an dieser Stelle. Die hat schon interessante Möglichkeiten zum Traden. Je nachdem, welches Bild man sich hier auch anschaut, kann das ein oder andere Setup dann doch gespielt werden, wenn Sie sich das hier mal zu Gemüte führen. Und das ist ein Punkt, wo man halt wirklich sehr, sehr schön sich als Händler auch so ein bisschen austoben kann. Je nachdem, wie der Horizont ist, entsprechend die Setups zu finden. Also es macht Sinn, in solchen Seitwärtsphasen auch immer mal hinzugucken. Das mache ich ja auch sehr, sehr gerne im Währungsbereich, wenn man diese Übernacht-Ranges sich mal betrachtet. Da gibt es ja auch das Range-Trading. Es gibt auch für die Indizes Range-Trading-Strategien, wo man am Morgen sozusagen die erste Trading-Range eingeht. Also Trading-Ranges haben doch eine gewisse Relevanz hier in den Märkten und das ist immer sehr, sehr schön zu beobachten, was dann passiert. Und wenn man das Ganze eine Range innerhalb eines vorhandenen Trends dann auch hat, dann brechen diese Ranges häufig auch in Trendrichtung, das heißt beenden eine Korrektur, die dann die Dynamik nach unten fortsetzen. Hier haben wir jetzt natürlich eine Range, die nicht wirklich innerhalb eines fertigen Trends vorhanden ist, das heißt wir wissen hier noch nicht so genau, wo das Ganze hingeht. Wir wissen halt einfach nur, wir haben eine starke Aufwärtsdynamik gehabt, die kurz korrigiert wurde und der Markt jetzt so seitwärts überlegt, was ist denn hier los? Möglicherweise hat das auch ein bisschen was mit den Brexit-Verhandlungen zu tun, ich weiß es nicht, ich sehe halt auch nur das Gleiche, wie Sie sehen, dass der Markt hier entsprechend seitwärts läuft. Und wenn man sich das auch mal in der Stunde im Stundenchart sozusagen anschaut, dann haben wir hier sozusagen innerhalb dieser Range immer wieder ein Stückchen weit Aufwärtstrend, ein Stückchen weit Abwärtstrend, ein Stückchen weit Aufwärtstrend. Also Sie sehen, diese Range ist breit genug, dass in den kleineren Zeiteinheiten auch Trends entstehen. Und das ist halt das interessante Bild, was Sie dann im Bereich des kurzfristigen Trading auch sehr, sehr schön innerhalb der Range nutzen können, wenn wirklich genug Platz da ist, dass Sie halt innerhalb dieser Ranges in den kleineren Zeiteinheiten sehr, sehr schön auch nach unten traden können. Das heißt, wenn wir jetzt hier das Ganze mal beispielsweise im 5-Minuten-Chart auch anschauen, dann haben wir hier die Situation, dass wir momentan auf der Unterseite sind. Ich mache das mal ganz kurz kleiner und schauen Sie, wenn der Markt hier auf der Oberseite beispielsweise auch mal angelaufen kommt, dann haben Sie halt immer wieder die Möglichkeiten, von oben auch nach unten zu traden und es bilden sich dann auch untergeordnet immer wieder Abwärtstrends. Sicherlich in diesen Seitwärtsranges sind das häufig nicht sehr saubere Bewegungen. Das heißt, man muss da auch genau hinschauen, was man macht, aber es ist durchaus interessant, hier etwas zu sehen und diejenigen von Ihnen, die dann sozusagen die größeren Bilder auch mit im Blick haben, die haben dann natürlich die Chance, ihr Szenario zu traden. Das heißt, diejenigen von Ihnen, die eher die Short-Seite sehen, für die wäre dann ein Ausbruch nach unten die Bestätigung, dass wir hier in dieses Tief reinlaufen und wenn dieses Tief entsprechend dann gebrochen wird, haben wir einen Abwärtstrend, das dann entsprechend auch weitere Verkäufer nach sich ziehen kann und damit spricht sozusagen alles für eine Korrektur für einen Trend, der weiterläuft. Das heißt, dass wir diese Bewegung jetzt als Korrektur der Abwärtsbewegung sehen und dann nach unten den Abwärtstrend gelaufen bekommen, wenn das Ganze sich anders entscheidet, dass das, was wir jetzt hier sehen, lediglich eine kleine Korrektur auf diesem von diesem Hoch nach unten ist und wir dann sozusagen auf die Oberseite rauslaufen, dann haben wir hier untergeordnet wieder einen Aufwärtstrend gebildet und dieser Aufwärtstrend wäre dann gut dafür geeignet, die Oberpunkte anzulaufen. Also Sie sehen, es ist für beide Szenarien hier in dieser Richtung genügend Raum da, um das Ganze auch zu gestalten und wir müssen als Händler einfach nur hinschauen, was der Markt hier macht und welche Möglichkeiten er uns entsprechend gibt. Und an dieser Stelle mit Blick auch in den Chat hier auf Facebook, da sehe ich keine Fragen, möchte ich mich ganz herzlich auch wieder für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Für diejenigen, die das Video dann im Nachgang schauen, scheuen Sie sich nicht. Sie können auch gerne sich im Nachgang an uns wenden mit der ein oder anderen Frage oder auch den ein oder anderen Wunschchart hier auf Facebook uns zukommen lassen. Da schaue ich dann im morgigen Verlauf auch sehr, sehr gerne mit hinein. Morgen ist ja dann auch Freitag. Da gibt es neben dem normalen Tagesausblick auch den Wochenausblick für die Nachrichtenlage. Wir schauen einmal auf die großen Charts der großen Indizes. Morgen ist der 15. Ja, morgen ist Verfallstag, der zweite Verfallstag in diesem Jahr. Das heißt, auch hier Interessantes von dieser Seite zu sehen. Also es bleibt spannend und wir schauen einfach, was der Markt macht. Und dann hatten wir diese Woche auch gestern das Thema
eines News-Events sozusagen der Zentralbank von Amerika. Und ich werde morgen in dem Webinar im edukativen Part einfach mal schauen oder mal Ihnen zeigen, wie ich solche Events trade. Das heißt, wenn ein Event ansteht, dem wir ja auch durch die, sage ich mal, früh genug mögliche Planung von solchen Events sozusagen, wie ich das Ganze angehe, wie ich Events plane, wie ich auf eine Nachricht auch reagiere. Da gebe ich Ihnen den einen oder anderen Einblick, wie ich sowas anpacke. Das denke ich mal, ist auch interessant für viele, die hier zuschauen. Das heißt, bleiben Sie dabei und wir sehen uns dann morgen früh um 9 Uhr wieder. Gegen 8 Uhr gibt es den Blog-Eintrag und ja, wir sehen uns dann entsprechend auch wieder. Ludger, einen schönen guten Morgen. Schön, auch Sie heute wieder dabei zu haben. Auch an Sie einen angenehmen Tag und bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.